Fassade wird heftig gerockt. Germanisten bis Plastiker, studier meine Parts. Hauptberuflich, Digga, ich studiere nur zum Spaß, Digga. Und ihr stolziert am Kudamm-Lang noch direkt unter euch. Springen Kollegen an die U-Bahn ran. Deutscher Rap ist abgeklärt, doch wir sind jung und kläff. Deine Mama lässt sich stumpfen von ihrem Neffen. Guter Mann, Roshis ziehen Leine, wenn der Punk gebaut das Wort ergreift. Ansonsten wird das Ohr gefeigt, ab jetzt ist Schacke Bomberzeit. Das Auto deines Vaters, der war Psychopharmaka, denn der verrückte Bauer vergaß die Psychopharmaka einzunehmen, dein Problem. Er schlug dich relativ häufig, leider jeder in deinem Dorf ist in meinen Augen räudig. Erntedankfest, ich nehm die Host, die Hansa-Bahn, unter anderem deine Frau, ich durfte ihre Hand ansamen. Panzerfahren ist mein Hobby auf dem Lande, Dicker, ich bin ein Feudalherr und ficke deine Schlampe. So auch Schacke Vaginalfantasie eklig, er findet auch meine Vaginalfantasie eklig. Die dicken Bauern von betrunken rödeln im Kornspeicher. Ich bin ein Dummkopf, mein Kühlschrank ein Kornspeicher. Deswegen biss ich, denn doch magst du mich wie Hummeln. Respekt vor deinem Lehnsherrn, wir sind keine Kumpels. Nenn mich ein Wohltäter oder ein Gutmensch, denn ich fickte deine Frau, um Inzest zu bekämpfen. An sich geht's hier nicht klar wie Euthanasie, doch wer hat im Dorf die geilsten Euthanasie? Ayatollah Bomber One ist der Landlord der Uckermark. Mir ist krass egal, ob ihr Bauern was zu futtern habt. Nach meinem Besuch dürft ihr langsam wieder abspannen. Ihr Flachzangen seid für mich von Interesse wie der Abspann.